Ja, hallo mal wieder zu Granja. Und zwar sind wir hier immer noch beim Drachental und ja, ich habe zwar woanders aufgehört und zwar bei dem Save Point, aber ich bin schon mal zum zweiten Teil des Flugdrachentals gelaufen, damit das alles ein bisschen schneller geht. Und ja, Zug kann ich ja gar nicht verpasst haben, weil das natürlich in der Story wäre. Das ist ja nicht verpassbar oder so. So einen Hauptcharakter wieder zu finden. Deswegen kann ich da ruhig weiterlaufen. Ich denke mal, nach dem Drachental würde ich Sushin finden. So. Die sind ja gar nicht so schwer gewesen, wie ich dachte. Kann ich einfach, glaube ich, alle machen. Ja. Leider haben die dreimal auf den eingeschlagen, das ist nicht so gut. Auch mal, wenn ich das so hätte, man, die Heilung fehlt echt. So. Alright, we won. Das geht aber zum Glück recht fix. So. Hier ist man unter. Oh, was ist das? Kann ich rüber? Nee. So ein Scheiß. Okay, warte mal. Gehen wir mal hier lang. Was ist das? Ey. Kann der überhaupt nicht ausweichen? Ey, die denken sich nur Scheiße aus, ganz ehrlich. Als ob das nicht gereicht hätte mit diesem Mauerlaufen da später, da hinten. Als man all diese Mauer hochlaufen musste. Wieso? Ja, es passieren nur gruselige Sachen hier in diesem Tal. Und davor bei der Mauer ist auch nur Scheiße passiert. Immer kriege ich einen drauf. Oh, Fina hat so viel verloren. Machen wir mal B. Gut. Und Fina greift normal an. Sie holt geradeaus. So. Das trifft ja zum Glück auch fliegende Feinde. Oh, die Animation dauert so lange, habe ich das schon mal gesagt. Und sieht kein bisschen hübsch aus. So, jetzt habe ich ein Problem. Schnell. Oh nein. Fina wurde doch noch angegriffen. Oh ja, ist gut. Gut. Immer gehen sie auf Fina. Ich verstehe nicht wieso. Es ist mir unbegreiflich. So, jetzt muss ich mir mal dieses Klingeln angucken. Ich glaube, das hat weiter keine Bedeutung. So. Hier war ja nichts mehr. Nee, okay. Ach, neue Gegner. Die nur im Kreis laufen. Okay. Ey, Fina war jetzt im Rücken gekehrt und ich. Gut. Ich wollte gerade sagen. Was? Schlippel? Schlippelpappel. Nicht den hinteren. Oh, Scheiße. So, wir machen das mal ganz einfach. Wir machen hier mal ein bisschen Feuer. Ach, die sind doch. Ach so, Scheiße. Die sind ja gar nicht so schlimm. Oh Mann! Feuer verschwendet. Oh, Feuerstufe höher, immerhin. Ja, nicht angeben hier. So easy war das gar nicht. Ja, ich bin schon fast Level 15. Ach. Nehmen wir den auch noch mit. Da die ja eh so einfach sind, kann ich die ruhig alle gleich plätten. Dann trainiere ich auch gleichzeitig mit die Keule. So. Und die Peitsche. Ah, natürlich auf Fina. Wieso auch nicht? Wow, ausgewichen. Nice.
So. Ey, Fina ist gleich wieder tot, da darf ich wieder zurückrennen. So ein Scheiß. Oh, es gibt zu wenig Save Points. Heilstätten. Wie man auch immer es nennen mag. So, was ist das? Das ist nichts. Boah, ey. Die hat fast wieder den Hinterhalt gewürgt. So, okay. Erstmal die Kleinen, glaube ich. Da Justin die Kleinen alleine schafft, greift Fina den an. So, Justin dürfte das alleine schaffen. Auf Fina, natürlich. Natürlich. Ich habe nur noch 4. Macht ja nichts. Cool. Alright, we won. Mann, so ein Dreck. Wo ist denn Suho? Mann. So, das ist bestimmt wieder eine Falle. Nee, ist es nicht. Das ist eine Falle. Nee, ist es nicht. Okay, das ist eine Falle. Was ist das? Die Schuhe von irgendjemandem? Falle! Nein! Geht auch nicht. Halt, das sind Sus Schuhe. Sus Schuhe genommen. Nee, dann ist die ja da lang gelaufen. Dann laufe ich da lang. So. Oh Mann, nein, Fina ist gleich tot. Scheiße. Ja. Feuersäule. Und mit Justin hoffe ich, die irgendwie schaden zu können. Oh, Flame Burnham. Ich hoffe. Ach, die kriegen keinen Schaden mit. Scheiße, verloren. Sue hat verloren. Tschüss. Oh. Welch gnädige Aktion. Nee, ich muss einen Trick anwenden. Um Sus Überleben zu garantieren. Den. Now I'm really angry. Damit hat Sue noch eine Überlebenschance von... Ach du Scheiße. Nein. Alter, Sue kriegt auch so viel Schaden. Heftig. Not bad, eh? Jetzt darf ich echt kein Risiko mehr eingehen. Och, Junge. So. Geht's hier etwa raus? So. Oh, was ist das denn? Oh nein, was habe ich getan? So. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Den brauche ich nicht. So. Ich glaube, ich werde hier kurz einen Schnitt machen. Und, zurückrennen, mich heilen und dann wieder hierher rennen. Aber das braucht man ja nicht aufnehmen. Deswegen, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder, im weiten, langen Weg gelaufen. Aber, ich bin wieder heile. So. Dann gehen wir diesen spannenden Weg mal weiter. Ich weiß nicht, was auf mich wartet. Ich möchte schon wieder so viel Lebensenergie verlieren. Bitte wende mich ab. Was ist das? Oh, nice. Aber den Fluss möchte ich noch nicht überqueren. Ich muss erstmal gucken. Nein, 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 da oben ist was. Oh. Ja, gut, dann bombe ich den kurz weg. Macht ja nichts. Da könnt ihr auch sehen, volle Energie, volle Kraft. Ich sollte mal wieder die Waffe von Justin wechseln, glaube ich. Oh, Justin überholt ihn noch. Perfekt.
ohne Schaden zu kriegen. Ich muss mal gucken, ob man irgendwie sehen kann, wie weit das Level der Keule schon ist. Oder das kann man jetzt nicht, warte mal. Ach nee, ist nur. Ja, gut. Okay. Technik. Nö. Zauber. Ah, da unten. Keule ist auf 72 und 12. Das heißt, ein bisschen kann ich noch trainieren und dann geht das auch irgendwann auf 13 und dann nehme ich das Schwert. Gut, ja. Ach so, und bei ihr? Oh. Oh, oh, oh. Aber ich gebe bald trotzdem die Peitsche, die ist wirklich episch. So gut, dann kill ich die noch weg. Roter Teufel. Roter Teufel kann mir nichts. Wenn ich mal den Weg finden würde. Oh nein, beide auf Fina. Oh mein Gott. Doch nicht. Ja, Justin hält das aus. Der Teufel ist auf jeden Fall tot. Selbst Fina kommt noch mal A dran. Okay. Besser auf Justin als auf Fina. Justin ist hart im Leben. So, was ist das? Impfstoff. Nee, das braucht doch keiner. Was ist das? Ah, nichts. Gut. Dann gehen wir über die Brücke. So. Ja, ja, greift mich ruhig an. Ihr seid zu dumm. Aber dann kann ich meine Keule wenigstens trainieren. Auf was weiß ich was. Ich glaube, Justin schafft die One-Hit, aber Fina nicht. Ja, dann überlebt einer. So ein Dreck. Keine Stufe höher. Schon. Oh ja, ist gut. Dreckiger. Dann wechsle ich nämlich jetzt mal auf Schwert. Keule sieht immer so eklig aus. Oh, und so Stufe höher. Nice. Bringt zwar wahrscheinlich irgendwie eh nichts, aber... egal das. So. So. Braucht doch keiner. Heilkräuter brauche ich nicht. Gegengift auch nicht. Alles weg. Und das weg damit. So. Jetzt wollte ich ausrüsten, umrüsten, was auch immer. Nein, so, so. Oh. Hallo? Das soll nicht, dass ich war, dass Zu das Schwert hatte. Oh, Dreck. Zu hatte das Schwert. Oh nein. So ein Scheiß. Nee, das Brot gehört mir. Zauberfrucht. Oh nein. Zauberfrucht. Plump irgendwas. Die sind aber zu zweit, genau wie ich. Schaffen sie nicht. Oh doch, überleben sie doch. Scheiße. Obwohl, Fina ist nochmal dran. Gut. Ich trainiere jetzt einfach die Keule weiter, bringt ja sonst irgendwie nichts. Ah, ich wollte doch ein Schwert haben. Das regt mich voll auf. Hier ist mal wieder nichts. Okay. Ich will raus aus diesem Flughafenteil. Das kann doch nicht mehr so lange dauern. Ich find's hier voll widerlich.
das denn für ein Driver gewesen? Drive da um die Brücke herum. Ich bin dran wie immer. So. Mann, wo ist denn so? Das ist so scheiße. Peitsche Schülerstufe höher. Geht auf echt fix. Ich könnte da auch mal wieder auf Messer wechseln, aber warte mal, warte mal. Man konnte doch irgendwo sehen, wie viel eine Stufe erhöht. Nein. Nein. Ah, da. Schwert erhöht Stärke und Clou, Tipp und Lab. Tipp und Stärke. Mit Keule kriege ich keine Stärke dazu, das ist ja echt klasse. Und die bekommt Tap und Tap, Guess und Clou. Die bekommt Klugheit dazu. Klugheit war, glaube ich, für Zauber oder so, oder? Ich hab's schon wieder vergessen. So ein Scheiß. Auf jeden Fall hat sie ziemlich viel Clou. Ja. Guess. Ach Gott. Warte, 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 warte. Feuer auf 12, Peitsche auf 14. Feuer ist anscheinend nicht auf 12. Auf 10. Dieser Zauber war echt nice. Schon was Gutes. Nee, nee, Technik. Technik ist es. Kein Zauber. So. Kämpfen wir uns mal voran. Und die Zeit läuft mir davon. Roter Teufel und Slibble. Fine, lass mal wieder dieses Viech angreifen. Justin, die Slibble. Nein! Oh Gott, ey. Immer noch 20 Abzug dafür. Darf ich schon wieder bald heilen gehen. Aber ich will nämlich den ganzen Weg nochmal zurückrennen, ey. Das ist so heftig lang. Da müsste bald wieder ans Safe kommen. Nee, verpiss dich. Ah, oh, scheiße. Ah, oh, ich dachte schon, da fällt mal runter. Okay. Na, ja, Su. Puff, puff, puff. Oder ist Su nicht dabei? Hey, ist das Puff? Ich sehe nichts. Ach so. Puff, 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 puff. Warte, Moment, ganz ruhig, Pull. Wo ist Su? Warte, beruhig dich, Pull. Puff, 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 puff. Warte, Justin. So kommen wir nicht weiter. Pull soll uns zu ihr führen. Okay, gut, let's go. Okay, bring uns zu ihr, Po. Poi, Po, Puff. Ist gut, ist gut. Ich werde die Kraft des Safe States nutzen. Und dann werde ich einfach in die Richtung laufen. Und in die. Und in die. Oh, ich habe irgendwie so ein Befürchten, dass jetzt ein Endgegner kommt. So irgend so ein Gegner, der Su gefangen hält. Und ich muss den töten und dazu retten und... Ah, Su soll aufgegessen werden. Und das sind dann bestimmt diese Teufeldinger oder irgend sowas, was die dann fressen wollen. Pui und Su, wo ist Su? Das kocht bestimmt schon. Justin, schau da drüben, nimm den großen Kessel. Was? Nimm den großen Kessel? Die Tasche, oder wie? Das ist Sus Tasche, aber der große Kessel und... Justin, denkst du auch, was ich denke? Wir sollten nicht töricht sein, beruhig dich, Fina. Ja, aber. Endgegner, Boss, Fighter, Endgegner, Boss. Hey, you. Is this pot yours? What happened to what was inside? Are you hungry? I'm afraid I ate it all. There's nothing left. Fina! That does it. Hey, come on and fight. I'll take you on. I'll make you into stew. Nice. You and I in a duel. Epic music, man. Well,
How about that? I'll be glad to take you on. Na komm. Knight of Dight. Komm, epischen Kampf, Mann, ich bomb dich weg. So, schaffe ich locker, Mann. Aber nicht mit Keule. So, wie geht man jetzt am besten in einem Duell vor? So, eigentlich würde ich jetzt... Nee, warte mal. Ich bin nicht töricht. Ich verstärke meine Verteidigung. Ich weiß zwar nicht, ob das zwingend gut ist bei einem Einzelkampf, aber ich probiere es. Aber ich werde es nur einmal machen, weil ich keine Heilung habe. Und einmal reicht, glaube ich, schon heftig. So, der greift mich jetzt an. Ich werde den Angriff erwidern mit... Warte mal, wenn ich... Das kann ich ungefähr viermal, fünfmal benutzen. Ne, viermal. Und das einmal. Nicht zweimal. Oh ey, sonst hätte ich's. Aber das kann ich einmal benutzen und das dann noch einmal. Oder 28. Ne, das kann ich einmal benutzen und das zweimal. Ableichen kann das auf jeden Fall benutzen. So. Was hat denn der gemacht? Egal. Ich werde ihn vernichten. Ach so, ach da dann, das ist ja, Gott, das geht ja noch wirklich. Das ist doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Oh, das geht dann noch. Verdammt nochmal, verpiss dich. V-Slash. Ach, das ist ja wirklich super. Ich glaube langsam, ich muss den gar nicht besiegen. Haupthammer drauf, ich glaube eh nicht. Ja, klasse. Er guckt eh nur zu. Dann kann ich eigentlich auch, wenn er eh zuguckt, kann ich auch Zauber trainieren. Also, wenn... Ich hoffe, ich trainiere damit auch Zauber. Wenn er eh nichts macht... Oh mein Gott. Das ist aber scheiße. Mann, mach was. Das ist langweilig. So ein Scheiß. Warte mal. Ausweichen. Und zwar werde ich jetzt... Kann ich mir das nicht irgendwie genauer aussuchen? Hallo! Egal, ich muss hinter dem gehen. Come, power of the universe. Was? Ha! Dragon King Slice. Junge! Ach komm. Scheiße, das hätte ich fast überlebt. Ich hatte 9998 TP. Ach, das hätte ich ja fast geschafft. Okay, ein Kampf, den man verlieren muss, das macht ja nichts. Nicht schlimm, nicht schlimm. Oh. Justin, was? Sue? Wie bin ich hergekommen? Er macht keinen Eintopf aus uns. Aha, der Eintopf ist Gadwins Spezialität. Das ist Flugdrachen-Eintopf. Wer sind Sie? Das ist Mr. Alma. Sie hat mich gerettet, als ich im Wald ohnmächtig geworden bin. Alma. Dr. Alma ist eine sehr nette Dame. Sie ist genau wie meine Mutter. Mutter. Ich bin Dr. Alma. Ich habe eine Klinik in Dight Village. Weit oben an der Straße. Ich habe mit Überraschung gehört, dass ein Jüngling wie du mit Gadwin, dem besten Schwertkämpfer von Dight, die Schwerter gekreuzt hat. Alma, du beleidigst diesen jungen Mann. Trotz seiner Jugend ist er ein guter Schwertkämpfer. Seine Geschicklichkeit mit dem langen Schwert strafft seinen alten Lügen. Es war ein guter Kampf, oder Justin? Oh ja, Gadwin, du hast dich seit unserer Kindheit kein bisschen verändert. So bist du wohl einfach. Nun, ich denke, Su, geht es dir jetzt gut? Ich gehe also zurück nach Dight. Ich verlasse den Rest, Gatti. Alma, wozu diese Hass? Du scheinst es eilig zu haben. Es ist wegen den Regens. Ja, das ist der Grund. Es sind schon einige Leute krank. Vielleicht muss ich heute die ganze Nacht arbeiten. Ich gehe hin. Oh, sie ist weg. Ich habe mich nicht einmal bedankt. Nun, wir sollten uns jedenfalls jetzt ausruhen. Seid ihr einverstanden? Nein. Nein! Nein! Muss ich den Part beenden?
Verpisst euch alle. Ach, das ist doch wieder ein... Da hockt der alte Mann da mit, ey. Diese fette Sau. Es tut mir leid, Gatwin. Ich habe vor einige Schlüsse gezogen. Danke, dass du zugeholfen hast. Ah, Justin. Wenn Justin etwas falsch versteht, dann aber gründlich. Ey, nicht nur ich. Als Fina den Kessel gesehen hat, ist sie umgekippt. So hat sie die Augen verdreht. Komm schon, das stimmt nicht. Sei nicht so töricht, Justin. Okay, kein Problem. Jeder macht Fehler, stimmt's? Yo, yeah, check it out. Okay. Part. Ende. Tschüss.